Und nochmal Feuchtbann. Okay, die Rakshasas haben es leider geschafft, die Elfen zu töten. Hi, Todeszauber, mal wieder. Das ist ja nett, dass die Rakshasas hier alle Todeszauber mit sich rumführen. Du kannst Todeszauber schon? Das ist Stufe 6. Können wir bei Stufe 6 was rausschmeißen, was nicht so sinnvoll ist? Tödlicher Nebel, Kugelblitz. Kugel der Unverwundbarkeit, weil du hast das schon drin. Entfernen wir mal das Feuerelementar. So, und wir haben Todeszauber. So. Ich warte. Nun gut. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Nein, nein, geht weg. Ihr seid nur eine weitere Illusion, die mich verwirren soll. Ich werde das Tor nicht öffnen, nein. Ich wurde von Elan geschickt. Ich bin keine Illusion. Eine Illusion waren schreckliche Kreaturen. Ich bin keine dieser Kreaturen. Warum sollte man eine Illusion wie mich erschaffen? Ihr müsst mir schon vertrauen. Ich bin hier, um euch zu helfen, nicht um zu kämpfen. Öffnet das Tor, ich werde euch um wesentlich mehr als Illusion oder ihr werdet euch um wesentlich mehr als Illusion besorgen machen müssen, Freundchen. Mir fällt nicht ein, womit ich euch vom Gegenteil überzeugen könnte. Vergesst es. Nehmen wir die Eins. Elan, oh, aber nein. Nein, ich glaube es nicht. Ihr versucht nur, mich auszutricksen. Jawohl, ich werde es nicht öffnen, nein. Seht mal, Elan ist am Tor und ich bin hier, um Irenikus zu finden. Ich habe nichts getan, außer hier gegen Illusionen und Ungeheuer zu kämpfen. Da ist eure Furcht verständlich. Öffnet einfach das Tor, bitte. Ich denke, ja, wir wurden gerade heftig angegriffen und die Illusionen waren, oh, nicht eure Sorge. Lasst mich das Tor für euch öffnen. Verwundeter Elf, da ist... sind ja, das Leute, die was zu sagen haben. Auf meiner Klinge steht euer Name. Elfenkrieger attackiert Balor. Okay, da sollten wir helfen. Angriffsformation, haltet den Feind, weil ein Balor ist nicht so Scherz, nicht so Spaß. Mit denen hatten wir ja schon einmal das Vergnügen. Bei den Tiefengnomen. Ja, für die Königin lass uns noch Überlebenden suchen. So, aber weiter werden wir hier wahrscheinlich nicht kommen. Tja, ich wüsste gerne, wo in dieser Stadt ich die beiden Teile brauche. Keine große Herausforderung. Ich fällt's gerade nicht mehr ein. Seid mir gegrüßt und fest im Glauben. Seid gegrüßt, Freunde. Ich hoffe, dass ihr hier seid, um uns in unserer Stunde noch zu helfen. Es muss getan werden, um diese armen Leute vor dem Tod zu retten. Diese Kreaturen müssen aufgehalten werden. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht die Hohenpriesterin Ela Fans Deming gesehen habe. Sie hat uns verlassen, um sich unter die Kreaturen zu wagen. Sie möchte die Reliquien aus dem Tempel suchen. Ich mache mir große Sorgen um sie. Ja, ich habe mit dir gesprochen. Es geht dir gut. Dann hat sie offensichtlich auch über die Reliquien informiert. Wenn wir diese Kreaturen auffallen und einer sie in den Palast finden wollen, muss der Avatar beschworen werden. Bitte, ich flehe euch an, helft uns. Ich kann euch nur ein wenig Heilungsmagie als Unterstützung anbieten, wenn das hilft. Benötigt ihr Heilung? Ein Freund? Nicht ich, danke, aber einer meiner Gefährten ist verwundet. Sicherlich, wenn ihr mich heilen könnt, wäre das ganz wunderbar. Kommt mir mit eurer finsteren Magie nicht zu nahe, Elf. Ich würde lieber erfahren, wie ich in den Palast gelangen kann. Wir können nicht in den Palast gelangen und deswegen mussten wir uns hier verschanzen. Wenn ihr dazu fähig seid, solltet ihr die Reliquien aus dem Tempel suchen und Relifans Avatar beschwören. Nur der Avatar kann etwas gegen all diese fürchterlichen Monster ausrichten, die uns der Verband auf den Hals gehetzt hat. Und nur er wird dazu fähig sein, die Tore des Palasts zu öffnen.
Von welchen Reliquien sprecht ihr da? Wie beschwöre ich diesen Avatar? Diese Kreatur hat drei heilige Reliquien in ihren Besitz gebracht. Wenn ihr sie in der Stadt findet, bringt sie zum Tempel und platziert sie auf der Statue, um Renifens Avatar zu beschwören. Dies ist die einzige Möglichkeit, um den Palast zu öffnen und mit diesen Kreaturen fertig zu werden. Bitte, wenn ihr irgendwas tun könnt, müsst ihr es tun. Die Leben so vieler hängen davon ab. Ich hoffe, das ist kein Omen für Ihr das, seid was mir auf mehr uns als zukommt. willkommen. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, also sie heil, wenn ich mit jemand anderem ich rede. Ich warte auf. Hätte ich auch seid gemacht. Seid mir gegrüßt und fest im Glauben. Ja, natürlich, gestattet mir euch zu berühren und eure Wunden werden heilen. Vita Mortis. Ja, ein bisschen geheilt. Schwierige Zeiten stehen uns bevor. Seid gegrüßt, Fremde. Ich habe euch durch die Stadt. Ihr habt euch durch die Stadt gekämpft, nicht wahr? Wie habt ihr es geschafft, hierher zu kommen? Ich dachte, der Verbreiter hätte die Stadt vor allen Blicken verborgen. Ich bin mit Elan hier. Er evakuiert die Leute an den Stadttoren. Elan, gut zu wissen, aber ich kann all diese Verwundeten nicht zu den Toren bringen. Warum nicht sind wir sicher? Diese Kreaturen müssen bald gestopft werden, sonst gehen wir noch alle unter. Was ist hier passiert? Wir haben uns hierher zurückgezogen, als deutlich wurde, dass wir den Kreaturen des Verbannten nicht Widerstand leisten konnten. Es gab so viele Tote, wir können nur hoffen, dass die Armee durchkommt. Wisst ihr, wo der Verbannte ist? Wir alle sahen, wie der Verbannte auf einem schwarzen Drachen ankam. Der Drache landete außerhalb der Stadt im Nordwesten, aber wir sind zu sehr damit beschäftigt, gegen die Golems zu kämpfen, als dass wir viel anderes mitbekommen. Das Letzte, was wir gehört haben, war, dass der Verbannte in den Palast eindrang und das Tor versiegelte. Dies kam mir hindurch. Königin Elisim ist drin, genau wie der Baum des Lebens, der bestimmt sein Ziel ist. Was geschah dann? Wir haben uns hierher zurückgezogen, ja. Okay, ich mache mich auf den Weg. Wie erwünscht, Fremdling. Wenn ihr uns irgendwie behilflich sein könnt, ihr oder Elan, hoffe ich, dass ihr es schnell tun werdet. Ich weiß nicht, wie viel länger wir hier noch ausharren können. Ich war nun gut. Mhm. Elfen haben nur selten Zeit zum Plaudern. Ja, jetzt bleibt halt nur noch das Haus des Mondes. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Keldorn? Steh nicht da unten wie angewurzelt rum. Danke. Eure verfluchten Brüder sind tot. Wenn Irenikus tatsächlich versucht, die Klinge zu stehlen, dann werden wir noch mehr eure Brüder schreiend und fluchend zurück in die Hölle gehen. Ihr habt zahlreiche Wunden erlitten, Neff. Gib mir die Klinge, ich werde euer das Leben schenken. Niemals. Ihr werdet sterben und ich werde sie bekommen. Aha. Okay. Eure verfluchten Brüder sind tot. Wenn Irenikus tatsächlich versucht, die Klinge zu stehen, dann werden noch mehr eurer Brüder schreiend und fluchend zurück in die Höllen hinabfahren. Ihr habt zahlreiche Wunden erlitten, Elf. Gebt mir die Klinge und ich werde euch das Leben schenken. Niemals. Ich bin jederzeit bereit, mein Leben zu geben, um die Klinge zu retten. Ihr werdet sterben und ich werde sie bekommen. In ihr schlummert mehr Macht, als ihr euch vorstellen könnt. Renifane, schenke mir den Tod und den Sieg. Wartet, ich muss. Elfenkrieger stirbt, Balor stirbt. Was immer ihr wünscht. Ja, Mondklinge und ein Elfenkettenhemd. Die sind recht leicht, ja. Hier steht's ja. Kämpfermagier. Sie behindern in keiner Weise und sind so leicht, dass auch Diebe und Kämpfermagier sie einsetzen können, ohne dass ihre Fähigkeiten eingeschränkt werden. Das verändert nur nicht deine Rüstungsklasse, leider. Deine würde es auf 2 bringen. Hä? Aber hast du eigentlich jetzt auf einmal eine Rüstungsklasse von minus 5? Egal. Wir nehmen das trotzdem mal mit. Aber, weißt du was, dann zieh du mal die Robe des guten Erzmagiers an, da die eh besser ist als Widerstand gegen Kälte.
Würde ich mal so meinen. Rüstungsklasse 5, Rettungswurf und so weiter. Oh, Tor. Und Elfenstiefel. Tor ist ein Zauber der Stufe 9 und Eri hat ihn gelernt. Elfenstiefel, besondere Fähigkeit. Der Träger erhält plus 30 auf leise Wegen. Yay. Hat im Moment bald wieder ein komplettes Diebes-Set hier zusammen. Für den Fall, dass wir wieder irgendwo einbrechen müssen. Ja. Wenn ihr es wollt. Gut. Natürlich. Elefants Tempel, Haus des Horns, Haus des Priesters, Haus des Talismans, Haus des Mondes, Haus des Hafenspielers. Eine mächtige Mondklinge. Diese Waffe ist eines der wichtigsten Symbole, die für Sultan Nesalar stehen. Sie ist so alt und man sagt, dass sie vom Begründer des schon längst verfallenen Myphrin geschwungen wurde. Die Waffe kann nur von einem Auserwählten geführt werden. Dabei handelt es sich immer um einen Bewohner der Stadt, der seinen Wert in einer Reihe von mysteriösen Prüfungen unter Beweis gestellt hat. Die Prüfungen sind keinem Außerstehenden bekannt. Ein aufwendig verzierter, vergoldeter Kelch. Er ist eine der Kronjuwelen von Elesim, der Königin von Sultan Nesalar. Bei den Elfen stellt der Kelch ein mächtiges Symbol dar. Das heilige Symbol des Elfengottes Rilien. Rilifan. Rilifane. Das ist auch gut. Ihr könnt die künstliche Intelligenz-KI der Gruppe deaktivieren, indem ihr die Laterne unten rechts auf dem Bildschirm anklickt, also indem ich bei allen das Licht ausblase. Tja, ich habe halt jetzt nirgendwo eine Statue gefunden, die eine Harfe und ein Horn braucht. Ist schon echt zu lange her, dass ich in dem Teil von Baldur's Gate 2 war. Wenn es das ist, was ihr wollt. Dies ist eine dunkle Zeit für uns alle, aber es gibt Hoffnung. Ja, ich will wissen, ob ich alle Artefakte habe. Lasst mich sehen. Der Talisman der Kelch. Ja, ihr habt das, was man braucht. Jetzt müsst ihr euch den Weg in den Tempel erkämpfen und sie auf die Statue legen. Bitte beeilt euch. Renifans Avatar muss bald herbeigerufen werden, wenn so deine Saga gerettet werden soll. Ja, draußen ist zum Glück jetzt alles ruhig gerade. Euer Wunsch ist mein Begehr. Wir gehen hier unten mal vorbei. Ich will nämlich noch einmal in das Haus des Priesters rumreisen, sehen, ob vielleicht da was war. Wenn nicht, hier ist nichts. Hier sind nur irgendwelche Liegen und da ist der Tempel. Da haben wir das Horn drin gefunden. Da ist nur der Weg in den Palast von hinten gewesen. Da ist der Palast, da können wir nicht lang. Die Statue hat nichts. Fragt nur. Keine große Herausforderung. So, jetzt kommt wieder das schöne Spiel mit, wir sind alle zu dämlich, die Treppe hochzugehen. Aber nee, hier oben scheint nichts zu sein, was wir anklicken können. Okay. Was möchtet ihr? Irgendwas muss es mit den beiden Gegenständen noch auf sich haben. Irgendwas, was mir gerade nicht mehr einfällt. Läuft alles gut? Ich
Ich habe einige meines Volkes aus akuter Gefahr gerettet. Aber wenn Irenicus nicht gestoppt werden kann, wird alles vergebens gewesen sein. Ja. Was könnt ihr mir über die Wächter im Tempel erzählen? Die Wächter? Es sind die Geister von uralten Kriegern, die längst in die Mythen eingegangen sind. Seit Ewigkeiten haben wir sie nicht rufen müssen. Ich nehme an, diese Situation rechtfertigt ihre Erweckung. Tut, was wir getan werden muss, Talisa. Irenicus muss zur Vernunft gebracht werden. Ja, mit Vernunft heißt in dem Fall ihn über den Jordan schicken. Oder in den Abyss runter. Also, ja. Ich war jetzt überall.